Hallo YouTuber und Anime-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute machen wir ein Classic-Unboxing zu einem Anime und diesmal habe ich mir die Serie Hikari, die kleinen Superstars, gekauft. Die Serie hatte ich damals schon bei meiner Sammlung, aber bei meinem Umzug ist mir der ganze Karton hingefallen und Hikari lag leider ganz unten und war total zerdrückt, habe ich dann verkauft und wollte mir die Box irgendwann mal neu kaufen. Jetzt habe ich aber gesehen, dass der Preis immer weiter gestiegen ist. Die hat damals auch mal um die 35 Euro gekostet. Und jetzt habe ich sie mir für 40 Euro gekauft, weil die nächsten Angebote auf Amazon haben dann 60 Euro, 80 Euro neu gekostet und das wollte ich nicht bezahlen. Leider habe ich gesehen, dass meine Edition hier oben Deutsch hat, weil der nette DHL-Fahrer mein Paket einfach im Briefkasten gequetscht hat, was ich immer kacke finde. Aber gut, das ist leider so. Die Serie selbst fand ich damals auf RTL 2 ganz charmant. Kann mich leider kaum noch daran erinnern. Ich weiß, es geht um Hikari, die hatte ja diese Sportart geliebt, rhythmische Gymnastik. Ich glaube, da war auch ein bisschen Liebe mit drin, Romance. Genau sagen kann es euch aber nicht mehr. Wurde damals von New KSM vertrieben. Das ist heute KSM Anime, wie wir wissen. Und ich würde sagen, genug geredet. Die Serie ist ab 6 Jahren freigegeben. Hier haben wir Hikari. Und so sieht die Box aus. Vom Zeichenstil natürlich sehr alt, aber ich mag diesen alten Zeichenstil-Look. Der erinnert mich ein bisschen an Sailor Moon, würde ich sagen. Und ihr könnt ja ein bisschen lesen. Ich habe mich mal ein bisschen vorbereitet. Ich packe es mal ganz aus. So, ihr könnt euch schon mal ein bisschen durchlesen, wenn es geht. Das ist eine kleine Serie, die hat nur 19 Folgen. Die komplette 19-teilige Serie unterlegt mit einem wunderschönen Soundtrack, nun endlich auf DVD nach dem bekannten Manga von Izumi Azogu, spreche ich das so richtig aus. Bildformat ist 4:3 bzw. 1,33,1. Tonsprachen ist Deutsch, Dub, Guitar 2.0. Laufzeit 406 Minuten. Trailer-Show haben wir jetzt extra auf 4 Discs und Izumi Azogu hieß der Mangaka. Und aus dem Jahre 2010. Hier habe ich auch einen kleinen Deutsch, sehe ich. Aber glaub mir, meine alte Box sah schlimm aus. So, holen wir mal die Slim Case raus. Der Schuh war natürlich wie damals nicht so dick. Was ich lobenswert finde von KSM, die bringen jetzt auch nochmal Tico als komplett neue Box raus. Am 18.11. war es, glaube ich, gesagt, mit den Zuschauern geschrieben oder Zuschauer, ich bin gerade nicht mehr sicher. Danke an dieser Stelle für die Info, habe ich mir auch direkt vorbestellt. Und ja, wenn ihr Tico noch nicht gesehen habt, Tico ein toller Freund, kommt jetzt auch nochmal mit dieser Plastikhülle, glaube ich, raus. Unbedingt zukaufen. Kaufen kostet, glaube ich, um die 30, 35, 40 Euro. Die Neuauflage von Georgie ist im Moment im Angebot für 24 Euro. Also wenn ihr Interesse habt, guckt mal bei Amazon. Ja, wo haben wir denn hier die Disc 1? Episode 1 bis 5. Die Rückseite sieht so aus. Dann haben wir auch dann die Episodennamen. Ich werde euch mal, wenn ich einen Trailer finde, natürlich einen Trailer verlinken. Wenn ich schon das Intro finde, nach unten den Trailer, beziehungsweise das Intro verlinken und auch weitere Informationen zum Anime. Hier haben wir dann Werbung von Henry Maske. 2010, der Film. Habe ich nie gesehen. Dann haben wir hier Werbung von Marvel's Avengers. Die Anime, die liefen auch mal auf Super RTL. Mila Superstars ist im Moment auch ausverkauft. Ich denke, da kommt auch eine neue Auflage von KSM Anime. Dann haben wir hier Regina Regenbogen, die Schatzinsel, tolle Serie. Kleine Prinzessin Sarah und unsere Freundin Familie mit diesen Erstauflagen, wie ihr seht. Die auch schon sind. Dann die Turtle Boxen. Hallo Kurt. Lady Oscar natürlich, Robin Hood, das Dschungelbuch, Z wie Zorro, He-Man, He-Man ist leider auch im Moment ausverkauft. Dinosaurier King, habe ich das mal gesehen? Ich weiß es gar nicht. Niklas Perry, Defender of the Earth, das kenne ich gar nicht mal. Was ist das denn hier? Habe ich nie gesehen. Magination. Irgendwas ist hier am Laufen. Ist das mein Laptop oder ist das meine Konsole? Dann haben wir hier Grisou, wollte ich mir auch nochmal kaufen. Den habe ich nie gesehen, aber hat mir den Levels, soll ich mir mal angucken. Auf jeden Fall war das das Volumen 1, so sieht die DVD aus und das Bild. Dann haben wir hier Volumen 2 irgendwo gehabt. Das sieht so aus. Ich glaube, sie liebt ihn und sie liebt aber auch ihn oder er liebt sie. Ich weiß es nicht mehr genau. Kann man sagen, es war so ein Sport-Romance-Sign-of-Life-Anime, wie nennt man das so, diese tägliche. So, dann haben wir hier DVD 3. Und ja, für kleines Geld kann ich die Serie empfehlen. 80 Euro müsst ihr jetzt selber wissen. Vielleicht findet ihr auch ein paar Folgen auf RTL, ach, auf RTL 2, genau, auf Amazon. Und dann haben wir das letzte Volumen. So. Das war's auch. Also ich fand die Serie charmant damals. Und ja, guckt sie euch mal an, wenn ihr könnt. Ansonsten, wie gesagt, guckt mal, gebraucht mal. Vielleicht kommt da auch eine Neuauflage, ich weiß es leider nicht. Und ist aber eine schicke Serie gewesen. Das war es jetzt von mir. Über einen Kommentar und Like würde ich mich sehr freuen. Bedanke mich an allen, die sich Zeit genommen haben für das Video. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao.